Vielleicht erinnern Sie sich oder haben es gehört, das MDR Kulturcafé mit Matthias Matschke, der Timothy Trickle wunderbar interpretiert hat für MDR Kultur. Der Schauspieler, der meint, was er gerne macht, als Komödiant mal richtig gegen die Wand kacken. Ich glaube, Peter Handke hat das in seiner Vita auch hin und wieder geschafft und damit immer wieder für Furore gesorgt. Hat nicht jedem gefallen. Peter Handke feiert heute 80. Geburtstag. Vor 80 Jahren in Kärnten geboren, Florian Bentsch. Peter Handke lächelt selten auf Fotos. Auch verzieht er sonst keine Miene. Er schaut einfach in die Kamera, als würde er fragen, und jetzt? 1966 bekommt der damals 24-jährige Österreicher sein Label als Enfant terrible der deutschsprachigen Literatur ab, als er bei einem Treffen der einflussreichen Gruppe 47, dem Etablissement, zum großen Gefallen der Kollegen und des Feuilletons, eine allgemeine Abfuhr erteilt. Peter Handke. Ach so, okay, gut. Ich bemerke, dass in der gegenwärtigen deutschen Prosa eine Art Beschreibungsimpotenz vorherrscht. Man sucht sein Heil in einer bloßen Beschreibung, was von Natur aus schon das Billigste ist, womit man überhaupt Literatur machen kann. Als Sohn weitestgehend mittelloser Eltern, geboren in Kärnten, gilt Peter Handke schon seit der ersten Klasse als begabter Schüler und verfasst Texte wie »Der Namenlose« und »In der Zwischenzeit«, die von Lehrern bemerkt und mitunter in Zeitungen veröffentlicht werden. Mit »Die Angst des Tormanns beim Elfmeter« und »Der kurze Brief zum langen Abschied« gelangt er keine 15 Jahre später zu internationaler Aufmerksamkeit. »Wunschloses Unglück«, eine ergreifende Verarbeitung des Suizids seiner Mutter, zementiert diesen Ruhm. Die Lebenslust, ein Tanzschritt bei der Arbeit, das Nachsummen eines Schlagers war eine Flause im Kopf und kam einem, weil niemand darauf einging und man damit allein blieb, auch bald selber so vor. Texte über Privates, Alltägliches und Persönliches. Peter Handke wird zum Mitbegründer einer Literaturform, der neuen Innerlichkeit. Es kommt aus der Tiefe und es ist mit einer seltsamen Gewissenhaftigkeit und Liebe betrieben. Und ich bin eigentlich immer mehr verletzt. Früher war es mir gleichgültig und bin inzwischen eigentlich nicht mehr froh darüber, bestritten zu werden. Gibt Peter Handke müde im Interview zu verstehen, 2019, nach dem Erhalt des Nobelpreises für Literatur. Für, so die Begründung aus Stockholm, ein einflussreiches Werk, sprachlichen Einfallsreichtum und die Spezifität menschlicher Erfahrung, die Handke auslotet. Seit den Jugoslawienkriegen der 1990er Jahre, in denen Handke sich öffentlich zu Serbien bekennt, wird er Teil politischer Diskussionen, die ihm zuwider sind. Dieser Nobelpreis an Peter Handke störe seine Konzentration, sagt der 1978 in Bosnien geborene Autor Sascha Stanisic bei der Buchpreisverleihung für seinen Roman Herkunft. Weil ich das Glück hatte, dem zu entkommen, was Peter Handke in seinen Texten nicht beschreibt. Handke wehrt ab. Ich will gemocht werden, sagt er, mit dem Literaturnobelpreis in der Hand. Doch die Journalisten wollen einen Streiter, den sie irgendwann auch bekommen. Ich stehe vor meinem Gartentor und da sind 50 Journalisten und alle fragen nur wie Sie. Und von keinem Menschen, der zu mir kommt, höre ich etwas, dass er sagt, dass er irgendwas von mir gelesen hat, dass er weiß, was ich geschrieben habe. Es ist nur die Frage, wie reagiert die Welt? Reaktion auf Reaktion. Ich bin ein Schriftsteller, komme von Tolstoi, ich komme von Homer. Ich komme von Cervantes und lasst mich in Frieden und stellt mir nicht solche Fragen. Schriftsteller, Übersetzer, Streithahn, Drehbuchautor, Film- und Rock'n'Roll-Liebhaber, Nobelpreisträger, Erkunder der Seele. Peter Handke feiert Geburtstag. Am 6. Dezember 1942 kommt er in Griffen in Kärnten zur Welt. Heute vor 80 Jahren.